Ja, liebe Leute, Servus, Friday, thank God it's Friday. Ja, ich komme heim und rauche direkt, denn es ist ein bisschen was Neues am Tage gekommen. Ich bin ein bisschen am Testen. Kommt ja bald neuer Shisha King Tabak und ich teste so ein paar Sorten. Ich habe jetzt gerade im Kopf Granatapfel und Lemon und teste den ein bisschen, wie er so ist. Ja, Entschuldigung, dass ich die letzten 2 Tage kein Video gemacht habe. Ich habe Donnerstag die schwere Arbeit geschrieben, war eigentlich ganz okay, passabel. Naja, es war schon eine schwere Arbeit, keine Frage. Und dann habe ich noch eine andere Arbeit zurückbekommen, wo ich schon letzte Woche ein Video gemacht habe, dass ich sie geschrieben habe. Das war leider auch nur eine 3+, da habe ich mich ein bisschen geärgert und war ein bisschen blöd, aber egal, passt schon. Berufsschule vorbei, schade, schade, jetzt fängt wieder der Ernst des Lebens an. Aber passt schon, geht schon klar. Was ist so passiert die letzten 2 Tage? Ein großes Wunder, endlich ist der Jailbreak für das iPhone, für den iPod, iOS 4.2.1 Untethered released worden, ja. Endlich ein Untethered Jailbreak. Zurzeit nur noch, also erst für den Mac natürlich, für macOS und dann kommt das bald hoffentlich für den Computer, Entschuldigung, für Windows. Und dann machen wir auch direkt ein Video, wenn das draußen ist. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich habe heute schon das erste iPhone mit einem Mac gejailbreakt. 4.2.1 Untethered, funktioniert alles, ist ganz okay. Der Server ist zurzeit noch ein bisschen überlastet, aber die nächsten Tage können wir da auf jeden Fall ein kleines Video machen, wie ihr euer iOS 4.2.1 Untethered jailbreaken könnt. Das heißt, wie ihr es jailbreaken könnt und anschließend ganz normal ein- und ausschalten könnt, ohne Probleme. Ja, sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Heute machen wir einen kleinen Ausflug. Achso, vorher noch hat mich jemand gefragt, was meine Lieblingslieder von dem neuen Massiv-Album sind. Können wir uns eigentlich gerade mal. Irgendwo hatte ich mir noch die Playlist mal aufgeschrieben. Hier, glaube ich. Ja, Schutzgeldmelodie, Track 9 finde ich sehr, sehr gut. Und Track 10 ist auch nicht schlecht. Die Sterne, die aufs Ghetto knallen. Und natürlich generell alles, was mit Ghetto zu tun hat, was Massiv rausbringt, finde ich super cool. Weil wenn er Ghetto sagt, dann ist es halt wirklich Ghetto. Also, das ist cool. Und dementsprechend finde ich auch noch Track 5 müsste das sein. Ghetto-Lied 2011 ist auch nicht schlecht. Geht schon klar, auf jeden Fall. Das ist schon ganz cool. Aber ich habe es jetzt auch schon wieder fast durchgehört, das neue Massiv-Album. Kann man jetzt noch 2, 3 Wochen hören und dann brauchen wir wieder was Neues. Müssen wir mal auf Banger Leben kürzer warten. So heißt das neue Album, glaube ich, von Farid. Farid Bang. Und ja, dann hoffen wir natürlich alle noch auf ein neues Kollege-Album. Aber das wird sich zeigen, wie lange das noch dauert. Ja, was macht ihr so am Wochenende? Ich fahre heute Abend nach Frankfurt-Offenbach. Sommernacht in Offenbach. Ja, nach Offenbach fahre ich und da ist nämlich ja, so eine kleine Shisha-Bar, da wurde ich eingeladen. Wenn ihr in Offenbach wohnt, in der Nähe von Frankfurt-Offenbach, dann schaut doch einfach mal heute Abend vorbei, würde ich sagen. Ne? Ich sage euch die Adresse. Das ist nämlich das Shisha-Café Global, heißt das. Global Shisha. In der Geleitstraße 25 in Offenbach. Da fahre ich heute Abend mal vorbei und wir drehen vielleicht ein kleines Video. Ich spreche ein bisschen mit dem Besitzer, schaue mir da das Ganze an. Wird bestimmt cool werden der Abend. Mal schauen. Und morgen und übermorgen mal gucken. Vielleicht mache ich schon Hausaufgaben. Das wäre nämlich ganz gut, weil ich habe nämlich erst wieder im März Berufsschule. Am 2. März Zwischenprüfung, Leute. Zwischenprüfung, ja. Ich muss unbedingt viel, viel, viele, viele Worte über die Zwischenprüfung verlieren. Da werde ich auch noch Videos drüber machen, denn es ist einfach furchtbar. Blöd, diese Zwischenprüfung, aber dazu dann demnächst noch mehr. Wie gesagt, am 2. März geht es dann los. Da muss ich jetzt noch ein bisschen lernen, die nächsten 3 Wochen. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, und ich würde mich direkt nochmal verabschieden. In 3 Stunden geht es nämlich los. Ich muss hier noch ein bisschen was testen und dann wollte ich auch nochmal schlafen, weil ich hundemüde bin. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß. Ich weiß nicht, was ihr heute macht. Ihr könnt ja einfach mal posten, was ihr heute Abend, so am Wochenende, was morgen, heute Morgen so geht bei euch. Und ich bin, denke ich, mal raus. Das Video über das Shisha-Café, über die Shisha-Bar heute Abend kommt natürlich wahrscheinlich morgen online oder spätestens Sonntag. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir spätestens Sonntag, hört ihr was von mir. Und ich bin jetzt erstmal raus. Macht's gut, schönes Wochenende. Haut rein. Ciao.